So, hallo bei KUFA 1 TV. Ihr seid ja heute aufgetreten. Stellt euch erstmal kurz vor und sagt mal, woher ihr kommt. Also mein Name ist Habib und wir beide sind Brüder, ich glaube, das sieht man auch. Und wir stammen mütterlicherseits aus der Elfenbeinküste und unser Vater ist Deutscher. Ich bin 18 Jahre alt. Ja, und ich bin Amadou und ich bin 17 Jahre alt und ich habe ihm eigentlich nichts mehr groß hinzuzufügen. Er hat schon bereits das meiste gesagt. Okay, und seit wann tretet ihr denn auf? Also wir sind praktisch auf die Welt gekommen, haben sofort angefangen zu musizieren, weil das einfach von unserem Vater weitergereicht wurde, sage ich jetzt mal. Und öffentlich spielen wir jetzt praktisch 12 Jahre. Und wir haben jetzt auch inzwischen angefangen, modernere Hausmusik zu machen. Das machen wir jetzt seit einem Jahr. Du hast gerade gesagt, du hast seit Kind an angefangen zu musizieren. Womit habt ihr denn angefangen? Mit welchen Instrumenten und mit wie vielen Jahren hat das dann angefangen? Also wir waren praktisch von Kindesbeinen an, wir sind auf die Welt gekommen und unser Vater hat uns sofort mit den Trommeln in Berührung gebracht, weil er ist selber Musiklehrer und wir hatten die Instrumente da, von daher, wir hatten alles daheim und ja, wir sind einfach damit groß geworden und ja, also, das haben wir dann gelernt. Wir haben zum Beispiel angefangen mit Schlagzeugspielen mit 2, da hat unser Vater uns so ein kleines Kinderschlagzeug gekauft. Und mit der Djembe, also mit der afrikanischen Trommel, haben wir eigentlich im Ursprung angefangen, ganz am Anfang. Okay. Das heißt also, ihr habt dann auch selber angefangen, irgendwelche Rhythmen zu spielen oder irgendwelche bestimmten Rhythmen? Ja, also, wir sagen wir mal so, unser Vater ist ja Trommellehrer. Da waren wir oft dabei, als wir kleine Kinder waren. Und ich sag mal so, das war eben im Unterbewusstsein, haben wir irgendwas abgespeichert und so ist es uns geblieben letzten Endes. Das heißt, ihr habt einfach den Rhythmus im Blut sozusagen? Ja, so würden wir es mal nennen. Und dann habt ihr die Rhythmen nachgespielt und eben dann auch seid kreativ geworden. Okay. Ja, und wie würdet ihr denn eigentlich euren Musikstil, wie würdet ihr den bezeichnen? Welches Genre ist das denn? Boah, also aus welcher Richtung kommt das? Ja, also wir kommen ja mütterlicherseits aus der Elfenbeinküste und es ist schon westafrikanische Musik, also ja, Trommelmusik und mit der Steel Drum kommt ein bisschen so die Karibik mit rein und wir haben auch viele Pop Akzente sozusagen hineingesetzt mit Keyboard und Schlagzeug. Okay. Und welche Vorbilder hattet ihr denn so? Ja. Wonach habt ihr euch gerichtet und wen hattet ihr als Vorbild? Ganz klar unser Vater und auch zum Beispiel Adama Drame oder Mama Dikata im afrikanischen Bereich, aber natürlich im Hausbereich. Wir lieben ja Underground House, wie zum Beispiel DJ Roche oder Avicii finden wir auch gut, aber der ist natürlich für Kommerzielles. Okay. Habt ihr auch schon mal alleine irgendwie irgendwo gespielt? Seid ihr mal alleine aufgetreten oder immer nur zu zweit? Also zum Beispiel heute waren wir auch bloß zu zweit und sind alleine aufgetreten, ja. Und also früher war das auch so, dass wir mit unserem Vater aufgetreten sind. Zu dritt haben wir da Musik gemacht. Und warum tritt er jetzt nicht mehr mit euch auf, wenn ich fragen darf? Ja, wegen der Zeit. Also wir gehen ja noch in die Schule und da haben wir eigentlich wenig Zeit. Und ja, unser Vater ist auch oft verhindert und so mit seinem Job. Okay, das heißt also, ihr schaut einfach wo ihr auftretet oder werdet ihr gefragt? Ja, also wir werden auch oft gebucht und so und je nachdem. Gut, habt ihr auch schon mal bei irgendwelchen Wettbewerben mitgemacht? Nicht, dass ich wüsste, also nicht direkt eigentlich. Haben wir noch nicht getan. Also was ich dazu sagen kann, vor 6 Jahren oder so hat man mal ein Video von uns aufgenommen, da waren wir ziemlich klein und das ist bei Stefan Raab gelandet
Und das hat er dann abgespielt und da ging es wirklich um einen Wettbewerb. Und wir sind zwar nicht Erster geworden, aber das waren irgendwie 4000 Bewerber, die mitgemacht haben. Und wir sind unter die ersten 10 gekommen. Ja. Wann war das nochmal genau? Genau können wir das eigentlich nicht sagen, aber der Gag war ja daran, dass wir das gar nicht selber gewusst haben. Also es wurde ausgestrahlt und wir wurden darauf angesprochen und haben dann immer verneint, nein, das kann nicht sein, dass wir im Fernsehen waren, bis dann mal ein guter Bekannter von unserem Vater ihn darauf angesprochen hat, dass er das Video dahin geschickt hat und dann ist uns das alles gekommen. Und ja, wir haben eigentlich das Video nie wirklich gesehen, aber wir wussten halt, dass wir irgendwie ausgestrahlt wurden. Und wir fanden es halt total lustig, aber gesehen haben wir es selber noch nie. Ja, bis heute ist es ja noch so, dass wir das noch nicht gesehen haben. Naja. Okay, das heißt, ihr seid populär, ohne es zu wissen, sozusagen. Okay, gut. Ja, denkt ihr, dass ihr vielleicht irgendwie andere Genres irgendwie mal spielen würdet oder eben auch andere Rhythmen? Das sind wir ja jetzt praktisch gerade dabei, dass wir jetzt auch House-Elemente mit reinbringen, denn ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt älter werden, selbstständiger, wir haben jetzt einen Führerschein, jetzt organisieren wir das alles selber. Wir haben durchaus Interesse, jetzt andere Elemente mit in unseren Musikstil reinzubringen, dass wir auch irgendwie größeres Publikum begeistern können. Deswegen machen wir jetzt auch Hausmusik, weil wir machen das einfach total gern. Und wir möchten das jetzt auch mit was Neuem kombinieren, mit was Neuem zusammen, was die Menschen noch nicht unbedingt gesehen haben. Jetzt Trommelmusik mit Haus als Kombination, das würden wir gern versuchen. Wie kann man sich das vorstellen, also Haus mit Trommelmusik? Das heißt, was spielt ihr dann im Hintergrund und habt ihr eine Band noch? Also, zum Beispiel Conga und Djembe würden wir live spielen. Und im Hintergrund kommen halt unsere Tracks, werden abgespielt und erstellen oder bauen, nennen wir es so. Also es ist praktisch moderne Disco-Musik, was heutzutage läuft, House eben. Und wir würden eben live zusätzlich noch diese Trommelpassagen mit reinbringen. Okay, das heißt also quasi ein eigener Mix und dann noch eben eigene Rhythmen noch mit dazu. Gut. Hattet ihr auch schon Auftritte im Ausland? Ja, also wir waren schon in Tschechien, Holland, Frankreich, sonst Österreich, ja. Also schon ziemlich weit rumgekommen. Ja, schon. Doch. Okay. Was würdet ihr euch wünschen, beziehungsweise wo würdet ihr euch wünschen, mal aufzutreten? Ja, also ist es so, dass es früher so war, dass wir immer in Frankfurt, München oder keine Ahnung, Hamburg gespielt haben. Und Ulm ist eigentlich vor der Haustür und da konnten wir nie spielen und es gab keine Angebote, genau. Und ja, auf einmal hat sich das Blatt gewendet und unser größter Wunsch ist eigentlich schon in Erfüllung getreten, weil wir haben ja heute in Ulm gespielt. Also ich denke mal, spätestens heute werdet ihr bestimmt ganz viele Anfragen haben. Und ich denke mal, dass das jetzt für euch einfacher sein wird. Habt ihr denn auch schon eine CD rausgebracht? Ja, also wir waren schon 4-mal im Tonstudio. Also wir haben schon über 3 CDs rausgebracht. Und die 4. ist gerade noch beim Abmischen, aber die ist noch nicht draußen. Aber die wird demnächst rauskommen. Gut. Habt ihr auch eine Homepage, also wo man euch, wo man sehen kann, wann ihr auftretet und wo ihr auftretet, beziehungsweise mehr über euch erfahren kann? Ja, also wir haben eine Homepage, aber ich glaube, die läuft über unseren Vater, weil der eine Rhythmusschule hat, und zwar aphorhythmus.de. Und ja, da sind Termine von uns drin. Und ja, sonst sind wir auf YouTube zu finden unter den Löwenstarken Trommlern. Und ja, wir wollen jetzt, da doch heutzutage sehr viel über das Internet verbreitet wird, da jetzt etwas aktiver werden und mehr Sachen reinstellen, damit die Leute mehr Informationen oder besser an uns rankommen. Das hatten wir jetzt eigentlich schon vor. Also es gibt, aber es ist nicht ganz so ausgefülltes Spektrum, sage ich jetzt. Das heißt, man kann euch über die Homepage dann auch buchen? Kann man machen. Da steht die Telefonnummer dabei. Man kann uns telefonisch erreichen, das so abwickeln, das geht, genau. Oder per E-Mail. Okay. Wart ihr schon mal im Radio oder im TV? Waren wir auch schon. Also außer jetzt, Stefan, also total TV total. Wart ihr auch mal woanders irgendwie, vielleicht offiziell, wo ihr wusstet, dass ihr auch ausgestrahlt werdet? Wir
Das wussten wir, aber das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, glaube ich. Da wurden wir im Radio ausgestrahlt. Das war im Bayerischen Rundfunk, ja, war das. Ja, genau. Okay, das heißt, ihr habt auch schon Erfahrungen. Ja. Ja, habt ihr eure Homepage-Seite vielleicht auch bei Facebook, sodass sie eure Fangemeinde, dass sie sich irgendwie, dass sie euch adden kann oder irgendwie sich bei euch melden kann? Also auf Facebook sind wir ja, aber wir haben keine Fanseite. Ja, genau, keine Fanseite. Und, aber die wird demnächst erstellt. Das heißt, ihr seid selber auf Facebook privat? Ja, genau. Ja. Gut, ja, dann erstmal vielen Dank für den Einblick und ja, ich hoffe, man sieht sich wieder. Bis dann.